Sein Trainer sagt, mit 60 hast du deine beste Zeit. Wisst ihr was? Bei so einem Trainer würde ich trainieren gehen, okay? Weil, weißt du, wenn mir einer sagt, hey, mit 20 ist das Leben schon fast vorbei, ey, was will ich bei dem? Aber wenn mir einer sagt, das Geheimnis, wie er mit 60 seine beste Zeit hat, man, das will ich lernen, okay? Ich habe das gelernt von Ärzten. Wir haben schon dreimal in meinem Leben Ärzte gesagt, Peter, du wirst nie mehr Sport machen können. Wir können das nicht heilen. Und ich so, ja, okay, gut, gehe ich halt zu einem anderen Arzt. Okay, weil einer kann's. Und es gibt auch Boxtrainer, die sagen, ja, weißt du, Schlagkraft ist einfach genetisch. Und andere sagen, Schlagkraft kann man trainieren. Und jetzt könnt ihr raten, bei wem ich trainieren will. Und jetzt gibt's halt auch Leute, die sagen, ja, kann man nichts machen. Ab 30 geht's halt abwärts. Ist halt der traurige, unaufhaltsame Lauf. Und dann gibt's andere, die sagen, hey, du musst nur wissen, wie, Brudi, mit 60 hast du die beste Zeit deines Lebens. Ist alles eine Frage von Einstellung, von Wissen und Können. Fast immer, wenn dir jemand sagt, das geht nicht oder das ist nicht möglich, dann spricht dieser Mensch von den Grenzen seiner eigenen Fähigkeiten. Fast nie hat jemand den Mumm und die Reflexion zu sagen, ich kann das nicht oder das liegt außerhalb meiner Fähigkeiten oder meines Wissens. Und doch wäre dies eine der wertvollsten Eigenschaften für einen Menschen überhaupt. Doch hier soll es nicht um das gehen, sondern umgekehrt eben, dass man das nicht zu ernst nehmen sollte, wenn dir jemand sagt, das geht nicht. Sondern dann finde ich halt einen anderen, der es kann. Und der Trainer, der mir das Geheimnis zeigen kann, wie ich mit 60 meine beste Zeit habe, wow. Deshalb lese ich zum Beispiel auch so viel von der östlichen Philosophie, von östlichen Büchern. Im Moment gerade die Reise in den Westen. Weil dort geht es eben auch oftmals um solche Dinge. Ja? Wie kann ich mit 60, 70, 80 noch so fit sein, so gesund, so energievoll, dass ich dann eine Spitzenklasse Zeit habe und immer noch stark genug bin, um den Jungspunden ein paar um die Ohren zu geben.